Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder soweit, es gibt ein neues Eis und Leute von euch, die vielleicht ganz aufmerksam meinen Kanal schauen, die haben eventuell bemerkt, dass dieses Eis schon mal auf dem Kanal war und zwar habe ich es damals in Holland gekauft, in weiser Voraussicht, dass das auch in Deutschland verfügbar sein wird. Damals gab es auch schon bei Amazon Prime Now oder Amazon Fresh oder beides, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Das gibt es auch immer noch, kostet 6,99 € und jetzt habe ich es gestern, das war Anfang dieses Jahres, so im April. Und jetzt habe ich es gestern tatsächlich bei Rewe entdeckt und da immerhin auch für 1 € günstiger, für 5,99 €. Ich muss gleich vorab sagen, ich finde für dieses Eis, wo wirklich sehr viel Luft drin ist, da kommen wir gleich noch dazu, ist das ein bisschen viel, aber das gucken wir uns gleich nochmal an. Man zahlt halt eigentlich das Doppelte wie für ein normales Ben Jerry's, weil fast doppelt so viel Luft drin ist. Der Pint wiegt tatsächlich mit Becher 290 Gramm. Also ihr seht, das ist richtig wenig. Ein Ben Jerry's mit Becher wiegt oft so 450 oder 430, 440. Das liegt daran, dass die Inhalte hier offiziell 266 Gramm sein sollen. Das haut dann auch ziemlich genau hin auf 500 Milliliter. Und ist halt mit ein Grund, weshalb dieses Eis so kalorienarm ist. Breyers ist generell eine Breyers, keine Ahnung, eine amerikanische Marke, die es da schon ewig gibt, also die ist wirklich etabliert. Und nachdem Halo Top und auch in Leiten so Erfolg hatten mit diesem ganzen Light-Eis, sind die natürlich auch eingestiegen und auch in Europa und jetzt irgendwann auch in Deutschland. Und ich habe die Sorte geholt, die ich finde in Deutschland jetzt am spannendsten klingt. Bei meinem Rewe gab es Schoko und Cookies and Cream. Und Schoko, ich habe beide schon probiert, auch als Videos hier auf dem Kanal. Cookies and Cream hatte ich als am besten in Erinnerung, weil da irgendwie eine Art von Stückchen drin waren. Ich hoffe, das ist jetzt in dieser deutschen Variante auch so, aber ich denke mal, die nehmen sich nicht viel. Der ganze Becher hat eben 350 Kalorien. Hier steht Lower Sugar, made with fresh cream. Also weniger Zucker und trotzdem Sahne drinnen und eben viel Luft. Hier steht at Breyers, we love ice cream and the delight it brings. Imagine a delicious ice cream that's big on taste and lower in calories. High protein and lower sugar. Und genau, und high protein, also viel Protein ist auch noch drinnen. Die erste Zutat ist entrahmte Milch, dann kommt Magermilch konzentrierte, ich weiß nicht, ob das Pulver wahrscheinlich ist. Dann Maltodextrin, was ja auch Zucker ist. Dann Süßungsmittel, hier Stevia und Erythrit und dann 4,5% Sahne, immerhin. Die anderen Zutaten seht ihr. Und das war's. Anscheinend sind das auch, genau, Kakaopulver, rum, Butter, Reinfett, das sind dann wahrscheinlich die Zutaten der Cookies und das Weizenmehl, der Zucker auch. Also auf den Nährwert auf 100 Gramm, die sind doch sehr, sehr, sehr viel niedriger als bei so einem Ben Jerry's, eigentlich ziemlich genau die Hälfte. Wir haben 131 Kalorien, 3,5 Gramm Fett, 21 Gramm Kohlenhydrate und nur 10 davon sind Zucker. Und Eiweiß sind 7,4 Gramm, auch echt hoch. 266 Gramm. Ich blende euch wieder die Nährwerte pro Becher ein. Das Ganze ist übrigens auch eine Unilever oder gehört auch zu Unilever. Ich weiß gar nicht, ob das in den USA auch dazu gehört, aber ich gehe mal davon aus. Und ich glaube, jetzt habe ich alles dazu gesagt. Ich mache es jetzt mal auf. Okay. So sieht's aus. Und ich muss sagen, eigentlich habe ich ist das alles, was ich mir von dieser Eiscreme erwarte, weil sie ist bis oben hin voll, und zwar sehr bis oben hin voll, so richtig Ben Jerry's typisch. Viel Luft sieht man noch nicht, aber gleich, wenn ich reinsteche, werdet ihr es sehen. Man sieht Kekse, Cookie-Stückchen, die sind mir immer sehr wichtig, schreibt mal drunter, ob es euch auch so wichtig ist. Und den Rest gucken wir jetzt mal, ob es schmeckt, ich hoffe. Obwohl es so eine luftige Eiscreme ist und der Becher ist schon sehr weich, hat es irgendwie eine Konsistenz, die manche Low-Calorie-Eiscremes nicht haben. Ich erinnere mich an Wei Hei. Das ist sofort sozusagen beim Reinstechen ist die Luft ineinander gegangen. Also es ist relativ stabil, das Eis. Das gefällt mir. Es soll Vanilleeis sein, steht da. Mal schauen, ob es nach Vanille schmeckt. Ich gucke gerade, es ist keine Bourbon-Vanille drin, eben nur Aromen. Und das bei dem Preis, ne? Naja. Okay, stellt euch ein bisschen das Langnese Pur Vanille vor. Langnese, Cremissimo, keine Ahnung. Zumindest wenn ich das probiere, erinnere ich mich an diese Großpackung Vanilleeis. Oder generell große, günstige Großpackungen. Oder auch die Vanillebasis, die in so einem Fürst-Pückler-Eis drin ist. Nichts Besonderes. Eigentlich dieser Industrie-Vanille-Kunstgeschmack ein bisschen. Aber nicht schlecht, also nicht zu intensiv.
Lecker und für mich definitiv Kindheitserinnerung, muss ich sagen. So wie Vanilleeis mit heißen Kirschen, nur ohne heiße Kirschen. Die könnte man sich ja noch dazu machen. Ja. Konsistenz ist auch echt gut für ein Lufteis. Ist halt nicht, also es ist nicht besonders süß, auf jeden Fall weniger süß als so ein Ben Jerry's und ja, eben viel luftiger, brauche ich jetzt nicht nochmal sagen. Das hier ist jetzt mal so ein Keks. Oh, also er ist schon so rund, so ein bisschen wie ein Waterlotta, wenn ihr das kennt. Also geschmacklich ist der Keks wirklich gut, schmeckt so ein bisschen in Richtung Schokokuchen, finde ich persönlich. Aber konsistenzmäßig ist der schon sehr aufgeweicht. Also kein Crunch erwarten, eher sowas ja Kuriges. Doch, gefällt mir richtig gut. Ich finde nicht, dass es dieser typische Cookies and Cream Oreo Geschmack ist, gar nicht. Es ist eher Vanilleeis mit Kuchenstückchen. Aber so gut, dass ich es mir tatsächlich auch hin und wieder sogar für diesen Preis kaufen würde. Aber wirklich nur hin und wieder. Und ich finde es super, dass es bis oben hin voll ist, muss ich auch mal sagen. Trotzdem finde ich es sehr überteuert. Und ich würde auch nur diese Sorte kaufen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das Cookie Dough, gibt es überhaupt ein Cookie Dough? Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich würde sowieso nur die Sorten mit Stückchen kaufen. Sonst ist es mir nicht 5,99 wert. Dann kauft euch lieber Prodi Light oder so. Genau, so viel dazu. Und bitte, bitte lasst mir eure Meinungen drunter auch gerne. Wenn ihr es hasst, weil ihr sagt, es ist viel zu teuer. Oder wenn ihr es liebt, weil ihr sagt, yay, endlich mal eine große Firma, die hier irgendwie mit einem Low-Calorie-Eis kommt. Beziehungsweise Breyers gibt es ja noch gar nicht in Deutschland. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, lasst auf jeden Fall bitte einen Daumen nach oben da und ein Abo. Freut mich wirklich sehr. Ich kann es nur immer wieder sagen, auch wenn es euch, manche von euch schon bestimmt schon nervt, die ewig dabei sind. Aber ja, ist einfach so. Deswegen bis zum nächsten Eisvideo, ihr Lieben. Ciao. Also so sieht es ein bisschen weiter gebuddelt aus. Und wie ihr seht, oder wie ihr gleich seht, es taut wirklich sehr, sehr langsam an. Habe ich gar nicht erwartet. Ist schon echt eine Weile draußen und ich habe gedacht, weil es so luftig ist, aber da ist anscheinend einiges an Stabilisatoren drin. Beziehungsweise das Verhältnis ist einfach gut, dass es nicht so schnell antaut. Aber es schmeckt schon relativ geschmacklos, muss ich zugeben. Unbedingt nach Pappe, aber ganz kurz hatte ich dieses Wort Pappe als Vergleich im Kopf. Also es ist jetzt nicht das leckerste Eis. Also bis auf die Kekse, die aber echt nicht genug drin waren, war es relativ langweilig und ich musste mir jetzt noch ein bisschen Schokosoße reinmachen. Seht ihr hier an den Resten. Sonst wäre es einfach nicht wirklich genießbar gewesen. Es ist einfach sehr geschmacklos gewesen, doch. Ich kann euch nur empfehlen, es mindestens 20 Minuten im Kühlschrank antauen zu lassen. Je mehr es schmilzt, desto besser ist es noch. Also hier bin ich mal ein bisschen der Fan von antauen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade nochmal wieder kaufen würde. Geschmacklich finde ich das Oppo Vanille zum Beispiel viel besser. Da müsst ihr euch jetzt selbst noch Stückchen reinmachen.